Destination Games versammelte das Dream Team der Entwicklerszene, Veteranen wie Richard Garriott, Star Long und Jake Song. Zusammen hatte die Gruppe mehrere hundert Jahre Spieleentwicklungserfahrung und Hits wie Ultima Online, Lineage oder Wing Commander vorzuweisen. Sie beschlossen gemeinsam ein gänzlich neues MMORPG zu kreieren, das Spieler der westlichen und östlichen Hemisphäre gleichermaßen in den Bann ziehen sollte. Mit 100 Millionen Dollar vom koreanischen Branchenriesen NCSoft schufen sie innerhalb von 7 Jahren Tabula Rasa, ein Spiel, das gut ein Jahr online war, weil es NCSoft bei der Veröffentlichung gerade mal 5,8 Millionen Dollar einbrachte. Dies ist die Geschichte von Tabula Rasa. Richard Garriott war schon damals ein Pionier der Computerindustrie. Als Erfinder der Ultima-Reihe hatte er eine Dynastie von Spielen erschaffen, die sich millionenfach verkauften. Der Clou dieser Ultima-Spiele war, dass sie eine realistische Welt simulierten. Abgesehen von den Geschichten der Spiele, die sich nicht um das Abschlachten von Monstern drehten, sondern um ethische Probleme, konnte der Spieler darin jeder nur erdenklichen Tätigkeit nachgehen. Dinge wie Getreide einholen, es zu Mehl zermahlen und daraus Brot zu backen, um es letztlich selbst zu verzehren oder zu verkaufen. Trotz Electronic Arts Widerwillen, das Spiel finanzieren zu wollen, gelang es Richard zusammen mit Star Long, das erste kommerziell erfolgreiche MMORPG zu erschaffen, Ultima Online. Es hob den Realismusfaktor weiter an, indem Spieler einem kompletten Leben in Gemeinschaft mit anderen Spielern nachgehen konnten. Nach einem ersten Stirnrunzeln löste Ultima Online bei Publisher Electronic Arts eine gewaltige Umstrukturierung aus, die zu einem primären Fokus auf Online-Spiele führte. Aber nicht nur dort. Vom Ultima Online-Start 1997 an schossen unzählige weitere MMOs aus dem Boden. In Südkorea entstand im selben Jahr NCSoft und deren erstes MMORPG war das von Jake Song designte Lineage. Ein Spiel, das eher mit Brettspielen wie Risiko oder Diplomacy zu vergleichen war, da die Hauptaufgabe darin bestand, Burgen zu erobern, welche anderen Gilden gehörten. Spieler formten Bündnisse, eroberten dadurch Burgen, legten dann die Steuern für das Land fest und bezahlten damit ihre Gruppe und Verbündete. Genau wie Ultima Online erzeugten die Spieler ihren eigenen Content, nur auf völlig unterschiedliche Art. Für amerikanische Verhältnisse war Ultima Online mit knapp 250.000 Abonnenten im Jahre 2001 bereits ein immenser Durchbruch. Verglichen mit Lineage spielte es jedoch in einer niederen Liga. Lineage hatte im selben Jahr bereits 2 Millionen Abonnenten und würde in den folgenden Jahren vor dem World of Warcraft Release problemlos die 3 Millionen Abonnentenmarke überschreiten. Electronic Arts hatte sich den MMO-Markt für den Moment selbst zerstört. Sie bauten Richard Garriotts Firma Origin Systems zu einer reinen MMO-produzierenden Firma um und stellten dann ein Projekt nach dem anderen ein. Richard verließ Origin Systems im April 2000. Die Ironie an der Geschichte war, dass Electronic Arts ihm Origin abgekauft hatte und die Einstellung der Projekte im Verlauf des folgenden Jahres zum Ausstieg beinahe aller Origin-Mitarbeiter führte, wodurch Richard EAs Geld und gleichzeitig sein gesamtes Entwicklerteam zurück hatte. So begab es sich, dass er nach Ablauf des vertraglich üblichen Auszeitjahres seine zweite Firma Destination Games gründete. Richards Bruder Robert Garriott übernahm erneut die Firmenleitung und gemeinsam stellten sie Entwickler von den früheren Ultima sowie Wing Commander Spielen ein. Es dauerte gerade mal 48 Stunden, bis Richard einen Anruf von NCSoft bekam, um eine Partnerschaft zu besprechen. Aber im Gegensatz zu EA, die Origin hauptsächlich für ihre IPs und Rechte gekauft hatten, wollte NCSoft Destination Games für ihre Visionen an Bord holen. Sie sollten gänzlich neue IPs kreieren. Tatsächlich lebte Lineage-Designer Jake Song 2001 bereits seit 3 Jahren in Los Angeles und hatte dort auch NCSofts eigentliche USA-Niederlassung gegründet, die in der Zeitspanne jedoch kaum gedieh.
Mit Amerikas Spielikone Richard Garriott als Führungsperson kaufte NCSoft kleine nordamerikanische Studios wie Triforge Games in Bellevue, Cryptic Studios in Los Gatos, Netdevil in Louisville und die Carbine Studios aus Aliveo. Sie produzierten in den folgenden Jahren MMOs wie City of Heroes, Guild Wars, Auto Assault oder Wildstar. Allein City of Heroes erlangte bereits doppelt so viele Abonnenten wie Ultima Online. Guild Wars umfasste zwar kein Abonnentensystem, aber verkaufte trotzdem stolze 5 Millionen Exemplare. Während das neue NCSoft America Team die Produktion dieser Spiele beaufsichtigte, setzten sich Jake und Richard zusammen, um die Zukunft der eigenen Spieleentwicklung abzuwägen. Sie überlegten kurzzeitig, zwei separate Spiele zu machen, ein Richard Garriott Game und ein Jake Song Game. Aber für eine neu gegründete Firma, die bislang nichts vorzuweisen hatte, schien das ein immenses Risiko zu sein, um das sie ihre koreanischen Geldgeber nicht bitten wollten. Also vereinte NCSoft America die größten Talente von Korea und Nordamerika, um das ihrer Meinung nach beste Spiel der Welt zu erschaffen. Sie waren so überzeugt von sich selbst, dass sie sogar glaubten, es würde einfach werden. Jake Song zog ebenfalls nach Austin, Texas, wo sie ihren East Meets West Think Tank formten. NCSoft heuerte durch die Bank überqualifizierte Leute an. Selbst ihre Junior-Designer waren zuvor Lead-Designer anderer Spiele gewesen. Ihr Konzept wurde Innovate Every Front, was schon der Name widerspiegelte, weshalb das Spiel Tabula Rasa, also Neubeginn oder leeres Blatt heißen sollte. Ihr Werk sollte nicht auf den traditionellen mittelalterlichen oder Star Wars ähnlichen Sci-Fi-Szenarien aufbauen, sondern etwas gänzlich Neues werden. Ihre Vision war eine Sci-Fi-Variante von Martial Arts und Mystik, aufbauend auf Dingen wie The Legend of Zhu oder A Chinese Ghost Story, nur eben in der Zukunft. Merkwürdigerweise war der einzige Punkt, den sie nicht gänzlich von vorne gestalten wollten, die Technologie. Wobei das 2001 zugegebenermaßen noch völlig üblich war. Alle früheren MMORPGs dominierten durch ihre Features und nicht die Optik. Der gewaltigste Kritikpunkt, den das Team an bisherigen MMORPGs sah, war das fehlende Heldengefühl. In MMORPGs war selbst ein Hardcore-Gamer für gewöhnlich Durchschnitt. Es lagen immer andere vor und hinter ihm. Außerdem fehlte der typische Oberbösewicht, mit dem der Spieler persönlich in Konflikt lag. MMORPGs ließen den Spieler sich stattdessen wie ein kleines Rad fühlen und bestachen zudem durch endlos lange Level-Grinds. All das sollte Destination Games Tabula Rasa ändern. Obwohl das gesamte Tabula Rasa Team diese Vision verstand, bekamen sie das viele Köche verderben den Brei-Prinzip. Jeder Technologieentwickler, Designer und so weiter hatte bereits leitende Aufgaben gehabt und seine eigenen Vorstellungen, wie dieses oder jenes realisiert werden sollte. Destination Games besaß zwar eine Firmenhierarchie, aber sie war sehr gemeinschaftlich gestaltet. Ihre gigantischste Hürde wurden allerdings die unterschiedlichen Kulturen, sowohl sprachtechnisch als auch gestalterisch. In westlichen Spielen bauten die Spieler sich bei der Charaktererschaffung große, muskulöse und hart aussehende Figuren. Für östliche Spieler waren genau die immer dumme Rohlinge, welche die Bösen verkörperten. Asiatische Heldenfiguren sahen hingegen wie der typische abgemagerte Nerd aus, der durch seine inneren Werte triumphierte. Ein ähnliches Problem setzte sich bei der Architektur der Gebäude fort. Dinge wie geschwungene Dächer von Häusern wurden von Korea aus abgelehnt, weil sie deren Meinung nach wie Karikaturen aussahen. Laut NCSoft Korea fehlte dem Destination Games Team das Verständnis für asiatische Architekturgeschichte. Trotz ihrer unzähligen Spezialisten aus aller Welt rannte das Team mit voller Wucht gegen die Wand. Hinzu kam, dass Richard Garriott kein Zeichner war. Er wusste zwar, wie er sich Tabula Rasa optisch vorstellte, konnte es seinem Team aber nicht vermitteln. Das Resultat waren derart merkwürdig aussehende männliche Outfits, dass selbst der männlichste Spieler einen weiblichen Charakter spielen wollte. Aufgrund des futuristischen Martial Arts Mystik-Mischmasches gab es auch keine klassischen Waffen in Form von Gewehren oder Schwertern.
Spieler hatten Musikinstrumente, Lightpens oder Lichtwürfel als Waffen, die teilweise wie Kommunikationsgeräte aussahen. Nachdem Richard immer wieder behauptet hatte, das wird schon und wir schaffen das, zog er Ende 2003 die Reißleine. Destination Games begann mit dem Design komplett von vorne. 75% des Codes, sämtliche Konzeptgrafiken und das halbe Design ging über Bord. Das humanoide Erscheinungsbild wurde komplett neu kreiert. Was blieb, war der historische Hintergrund des Spiels, der Plot, die Richard Garriott typische Symbolsprache und einige Erfindungen, auf denen die Sci-Fi des Spiels fundierten. Tabula Rasa wurde zu einer Kriegsumgebung in der nahen Zukunft. Die Tabula Rasa Handlung fundierte auf einem fortschrittlichen außerirdischen Volk namens Elo. Sie teilten ihr Wissen, wie Materie mit dem Geist in Energie verwandelt werden konnte, frei mit den weniger erfahrenen Völkern. Eines von den Völkern waren die Thrax. Die Thrax nutzten die neu gewonnene Macht, um gegen die Elo Krieg zu führen. Eine Schlacht, welche die Elo mit großen Verlusten gewannen. Dadurch ausgelöst, formte sich innerhalb der Elo eine neue Gruppierung, die Neff. Während die traditionellen Elo weiterhin ihr Wissen offen teilen wollten, drangen die Neff darauf, die niederen Rassen zu kontrollieren. So spalteten sich die Neff von den Elo ab und durchforsteten das Weltall nach Verbündeten im Kampf gegen die Thrax. Ihr Bündnis nannten sie Bane. Das erste Ziel der Bane wurde ein Angriff des Elo-Heimatplaneten. Später griffen sie die Erde an, dessen Bevölkerung sie beinahe auslöschten. Glücklicherweise fanden die Menschen von den Elo hinterlassene Technologie, welche ihnen eine kleine Überlebenschance gab. Im Kampf gegen die Bane verbündete sich die Menschheit mit anderen Völkern zu den Allied Free Sentients, kurz AFS. Der ehemalige Lineage-Designer Jake Song verließ mit dem Neustart das Projekt und ganz NCSoft. Richard fand dadurch erst heraus, dass Jake eine Art verstoßener Sohn NCSofts war. Er war in die USA ausgewandert, weil er mit zu vielen Mitgliedern des ursprünglichen Lineage-Teams aneinander geraten war. Destination Games verlagerte zahlreiche überqualifizierte Mitarbeiter auf andere NCSoft-Projekte wie City of Heroes. Richard warf selbst seine Langzeitmitarbeiter und Freunde raus. Da das Team nun zu 90% aus Amerikanern bestand, wurde Tabula Rasa auch primär für den US- und europäischen Markt entwickelt. Die Umstrukturierung bedeutete effektiv, dass Tabula Rasa nach 2 Jahren Entwicklung erneut in der Pre-Production war. Richard Garriott und Jake Song hatten NCSoft Korea gegenüber versucht, die Schuld auf sich zu nehmen, was zu Jakes Ausscheiden geführt hatte. Aber das bedeutete nicht, dass Geldgeber NCSoft den Reset anerkannte. Für sie war das Spiel bereits 2 Jahre in Produktion, oder anders ausgedrückt, 2 Jahre im Rückstand. Unabhängig davon entstand ein gelungener Pre-Production Prototype. Die NCSoft Führungsebene war sich einig, dass der Tabula Rasa Prototyp nach ein paar groben Änderungen der Firma Unmengen von Dollar einbringen würde. Destination Games fing erneut an, neue Mitarbeiter einzustellen. Sie errichteten eine neue Zweigstelle in Los Angeles, weil es in der Umgebung von Austin, Texas nicht mehr genug freie Konzeptzeichner gab, gefolgt von einer Niederlassung in Peking. Nicht etwa um Kosten zu sparen, sondern weil Destination Games in den gesamten USA nicht schnell genug qualifizierte Model Artists anwerben konnte. Allein in China hatte Destination Games dadurch 30 Angestellte und das Tabula Rasa Team machte zum Zeitpunkt der tatsächlichen Produktion ungefähr 100 Leute in Vollzeit aus, gänzlich ungeachtet von externen Testern und Support. Das Konzept, was in Produktion ging, umfasste viele klassische RPG-Elemente wie Klassen, Stufen, Ausrüstung, Questen, Attribut- und Fähigkeiten-basierende Kampfberechnungen, aber auch ein actionreicheres, Shooter-ähnliches Kampfsystem, was Wert auf das Zielen des Spielers legte. Abgesehen von lediglich 30-minütigen Spielzyklen, um in Tabula Rasa erfolgreich zu sein, statt den stundenlangen Sessions anderer MMORPGs, war der größte Faktor des Spiels das Dynamic Battle System. Viele der Spielzonen befanden sich in einem anhaltenden Kriegszustand. Sie bestanden aus multiplen Basen oder Kontrollpunkten, welche das Besitzverhältnis der Spielerfraktion der AFS oder der computergesteuerten Fraktion Bane zuordneten. Die Kontrolle über die Zonen eröffnete in dieser Teleporter, Quests und Händler.
Dementsprechend war der Angriff und die Verteidigung dieser Kontrollpunkte und damit die Beeinflussung des gesamten Spielfeldes die Kernspielmechanik. Destination Games Umorientierung auf ein Spiel, das primär für den amerikanischen Markt gedacht war, bedeutete jedoch nicht, dass in Seas of Korea keinen Einfluss mehr darauf nahm. Die Zusammenarbeit mit den koreanischen Geldgebern führte weiterhin zu Meinungsverschieden bei der Realisierung des Konzepts und wies sie gleichermaßen auf entscheidende Verbesserungen in dem Gebiet hin. So brachte NCSoft Korea schon wenige Monate nach dem Tabula Rasa Neustart Lineage 2 auf den Markt. Es wurde das erste MMO, das optisch genauso gut oder besser als ein damaliges Singleplayer-Game aussah. Womit Richards Team klar wurde, dass der Zeitpunkt, den Markt nur mit Features zu gewinnen, vorbei war. Ihr Tabula Rasa müsse auch optisch glänzen, was logischerweise neue Technologien und mehr Arbeit bedeutete. Ein weiteres Problem war beispielsweise, dass es damals in asiatischen MMORPGs normal war, auf den Boden zu klicken, um sich fortzubewegen, statt WASD an der Tastatur zu drücken. NCSoft prophezeite, dass Tabula Rasa mit dieser Steuerung und einem Ego-Shooter-typischen Konzept null Chancen auf dem asiatischen Markt haben würde. Glücklicherweise verschmolzen die Ansichten der beiden Welten mit den Jahren. Mit der Zeit wurde Tabula Rasa derart umfangreich, dass keiner der Mitarbeiter das vollständige Konzept kannte. Etwas eigentlich gänzlich Normales aus heutiger Sicht. Doch obwohl Tabula Rasa nicht ihr erstes MMORPG war, muss hier dennoch in einem gewissen Maß von Pionierarbeit gesprochen werden. Mit 100 Mitarbeitern, die 5 Jahre an einem Spiel arbeiteten, bewegte sich Destination Games in ganz anderen Dimensionen als Ultima Online, das zunächst nur von einer Handvoll Leuten über 2 Jahre lang entwickelt wurde. Weshalb Projektmanager Andy Brunk Scrum für die Entwicklung adaptierte. Wenn auch erst sehr spät im Entwicklungszyklus. Nichtsdestotrotz brachte die neue Zielsetzung von Meilenstein enorme Fortschritte für die Spielentstehung. Richard Garriott stellte viele Schritte der Tabula Rasa Entwicklung im Frühjahr 2006 auf der Game Developers Conference vor. Zweifellos auch, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was Destination Games in den 5 Jahren gemacht hatte. Schließlich hatte Destination Games bisher kein einziges Spiel veröffentlicht. Richard erzählte, wie sie die individuellen Geschichten der Planeten und deren ethische Probleme anging. Dass sie zunächst den erdähnlichen grünen Planeten Foreas gebaut hatten, um ihn als Grundlage für das Belichtungssystem der folgenden außerirdischen Welten zu nutzen. Ariki und Mykon sollten wesentlich surrealer als Foreas wirken. Eine sehr interessante Erkenntnis, besonders in Hinsicht darauf, dass Tabula Rasa weder zum Beta-Beginn noch Spielrelease Mykon beinhaltete. 2007 war das Jahr der Weltwirtschaftskrise, was letztlich mit dem Lehman Brothers Skandal endete. Abgesehen von diesem weltweiten Finanzproblem geriet NCSoft Korea zusätzlich in einen eigenen finanziellen Engpass. Denn ihre gesamten laufenden MMOs waren mittlerweile mehrere Jahre alt und warfen verhältnismäßig wenig ab. Gleichzeitig musste NCSoft Geld für 3 neue MMOs vorstrecken. Wäre Tabula Rasa zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon 5 Jahre in voller Produktion gewesen, wäre es auch bereit für den Launch gewesen. Aber so fehlten dem Spiel gut 1 oder 2 Jahre. Nichtsdestotrotz brauchte NCSoft schnell eine neue Einnahmequelle und so wurde Destination Games am 2. Mai 2007 zum Launch einer Beta gedrängt. Dicht gefolgt von einer zweiten fragwürdigen Entscheidung, gerade mal 6 Monate später das Spiel offiziell zu veröffentlichen. Zum 10-jährigen Jubiläum von Ultima Online erschien Tabula Rasa am 2. November 2007. Der Ansturm war verhalten. NCSoft nahm 5,4 Milliarden koreanische Won durch den Release ein, was ungefähr 5,8 Millionen US-Dollar entsprach. Es als holprigen Start zu bezeichnen, wäre geschmeichelt. Zum Zeitpunkt des Launches war ein immenser Teil der Quests verbuggt und somit entweder gar nicht zugänglich oder nicht abschließbar. Viele Spielzonen litten unter enormen Lags, ausgelöst durch die zahlreichen NSCs in diesen. Das Schlachtfeld Mayas litt am schlimmsten darunter. Es gab beinahe gar keinen Content für Stufe 40 aufwärts, obwohl Stufe 50 das Maximum war. Optionen, die UI-Elemente zu verschieben oder durch Mods zu erweitern, fehlten gänzlich. Ein Auktionshaus oder ähnliches fehlte ebenso und das Fähigkeitensystem war nicht sonderlich gut durchdacht.
Spieler mussten die gleichen Punkte für Kampffähigkeiten und Herstellungssystemfähigkeiten benutzen, was zwangsläufig zu Hauptcharakteren und Crafting-Twins führte. Immerhin bot Tabula Rasa dafür ein innovatives Cloning-System. Eine der nervigsten Sachen wurde jedoch der Bane-Kick. Sehr viele Feinde besaßen die Eigenschaft, den Spieler zu Boden zu schleudern und für mehrere Sekunden spielunfähig zu machen. In größeren Schlachten verbrachten die Spielermassen dadurch sehr viel Kampfzeit unfähig am Boden liegend. In den folgenden Monaten wurde das sogar durch weitere nervige Statuseffekte wie einen weißen Lichtblitz, der zur Desorientierung führte, erweitert. Für ein actionorientiertes Spiel ohne die World of Warcraft typische Auto-Attack-Funktion ein extremer Verlust. Es verging viel Zeit, bevor Destination Games die Statuseffekte entfernte und andere Features wie Customizable UI, Auktionshäuser oder PvP-Zonen nachlieferte. Prinzipiell legte Tabula Rasa einen ähnlichen Start wie EVE Online hin, sehr unsicher und mit sehr wenigen Features sowie Content. Richard und sein Team hatten eine solide Grundlage geschaffen, von der sie hofften, diese nach dem Release ausbauen zu können. EVE Online hatte gezeigt, dass das möglich war, selbst mit einem Konkurrenten wie World of Warcraft im Nacken. Deren Entwickler hatten an ihrem Spiel festgehalten und weiteren Content geliefert, wodurch ihre Community stetig wuchs. Bei NCSoft entwickelte sich die Situation jedoch gänzlich anders. Richard Garriott's Traum war es seit seiner Jugend bereits gewesen, wie sein Vater Owen, Astronaut zu werden und ins Weltall zu fliegen. Aufgrund von körperlichen Defiziten, wie einer Sehschwäche, war ihm diese Karriere jedoch verwehrt gewesen. 2004 erkaufte sich Richard dieses Recht jedoch. In Absprache mit NCSofts Chef TJ Kim schloss Richard Garriott den Vertrag, mit einer sowjetischen Soyuz-Kapsel zur International Space Station zu fliegen. Durch das Training für den Weltraumflug verlor Richard ca. 3 Monate der Tabula Rasa-Entwicklung. Wohlgemerkt nicht an einem Stück, sondern über 3 Jahre verteilt. Das Problem an dem Unterfangen war jedoch, dass Richard bereits 2001, als die Dotcom-Blase geplatzt war, einen beträchtlichen Teil seines Vermögens verloren hatte. Alles, was er noch besaß, waren seine NCSoft-Aktien. Der Preis für den Space Trip war mit der Zeit von 20 auf 30 Millionen Dollar gestiegen. Diesen Betrag musste Richard kurz vor der Tabula Rasa-Veröffentlichung begleichen, weshalb er seine gesamten NCSoft-Aktien verkaufte. Der Chef von NCSoft America verkauft also Aktien im Wert von zig Millionen kurz vor dem Spielrelease. Die weltweite Finanzkrise war zu dem Zeitpunkt noch in vollem Gange und NCSoft Korea gefiel dieser Zug von Lord British gar nicht. Sie baten ihn, die Verkäufe sofort abzubrechen. Aber was sollte er tun? Er hatte sonst kein Geld mehr und den Traum seines Lebens abzubrechen kam für ihn nicht in Frage. Richard flog am 12. Oktober 2008 ins All. Abgesehen von dem Eindruck der Öffentlichkeit bezüglich der Aktien zum Launch, lief auch das Abo-Verhalten der Spieler alles andere als rund. NCSoft veröffentlichte zwar keine offiziellen Zahlen, aber ihr Finanzbericht ließ anhand des Gesamtumsatzes und des Abo-Preises ziemlich genau Berechnungen der monatlich wiederkehrenden Abonnenten zu. Es waren durchschnittlich 88.000 pro Monat und somit gerade mal ein Drittel von Ultima Online. Verglichen damit war das 2 Jahre früher veröffentlichte City of Heroes ein totaler Renner in den USA. Aus der Sicht von NCSoft Korea waren jedoch beide eher ein Fehlschlag, verglichen mit ihren koreanischen Umsätzen. So begab es sich, dass NCSoft Richard feuerte, während er sich in der Quarantäne nach der Landung in Star City befand. Selbiges galt für sämtliche Designer in leitenden Positionen und viele ihnen untergeordnete Mitarbeiter. NCSoft veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der sie behaupteten, Richard Garriott sei freiwillig gegangen. Es mag sich nicht so ausschlaggebend anhören, ob Richard nun gegangen ist oder wurde, aber für ihn selbst machte es sehr wohl einen Unterschied, besonders aus finanzieller Sicht. Denn alles, was Richard nach dem Verkauf seiner NCSoft-Aktien noch geblieben war, waren Aktienoptionen. Da er freiwillig gegangen war, musste er die Optionen innerhalb von 90 Tagen wahrnehmen, weshalb Richard Garriott vor Gericht zog. Er gewann das Gerichtsverfahren im Juli 2010 und erhielt so eine Entschädigung von 28 Millionen US-Dollar von NCSoft. Tabula Rasa gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. NCSoft entschied, die Server Ende Februar 2009 abzuschalten.
Vom Tag der Entscheidung, dem 9. Dezember 2008 an, drängten sie die Abonnenten dazu, stattdessen in die Fantasy-Welt von Ion umzusiedeln. Für die letzten beiden Monate des Spiels wurde Tabula Rasa kostenlos spielbar. Dafür wurden sämtliche Spieler auf einen einzigen Server zusammengelegt. Das verbliebene Destination Games Entwicklerteam veranstaltet ein Abschlussereignis. Die Präsenz der Bane nahm zu und sie eroberten unaufhaltsam sämtliche Kontrollpunkte. Selbst normale Basen, die sonst nicht derartigen Angriffen erlagen, wurden überrannt. Die Bane übernahmen langsam beide Planeten, bis die letzte Schlacht auf der Erde selbst ausgetragen wurde. In instanzierten Schlachten metzelten die Bane und Neff sämtliche AFS-Truppen nieder. Tabula Rasa ging genau wie Hellgate London, Pirates of the Burning Sea und Age of Conan vom Netz.